Richter, Kapitel 7. Ihr kennt ja alle wahrscheinlich den Film Die 300. Ein sehr erfolgreicher Film, wo der König auszieht mit seinen 300 Kriegern den Persern entgegen. Einen riesengroßen Volk, so wie der Sand am Meer. Und Ionidas mit seinen 300 Kriegern kämpfte gegen sie. Richter 7. Und Gideon wird im vorigen Kapitel von Gott berufen. Wir kennen wahrscheinlich die Geschichte. Er trischt im Kelter das Korn und wird vom Engel benannt, Befreier, du tapferer Held. Und auf seiner ersten Mission von Gideon, er brauchte dreimal eine Bestätigung, dreimal ein Zeichen von Gott, obwohl der Engel schon zu ihm sprach, er dann opferte und der Engel das Opfer in Feuer aufgehen ließ, um zu bestätigen, dass es vom Herrn ist. Das Interessante von Gideon war, er kannte Gott aus den Erzählungen, aus den Vätern, aus der Vergangenheit. Und er hatte eine Begegnung mit dem Herrn, der ihn berief. Im 6,14 sagt er, geh hin in dieser deiner Kraft, du sollst Israel aus den Händen der Midianiter retten, sieh, ich habe dich gesandt. Und nun geht unser Gideon. Und wir lesen, er macht sich in der Früh auf und alles Volk, das mit ihm war, und sie lagerten an der Quelle Harod, sodass er das Heer der Midianiter nördlich vom Hügel Moreh in der Ebene hatte. Und der Herr aber sagte zu Gideon, das Volk, das mit dir ist, ist zu zahlreich, als dass ich Midian in seine Hände geben könnte, Israel könnte sich gegen mich rühmen und sagen, meine Hand hat mich errettet. Und das ist heute unser Punkt. Dass wir unseren Glauben, unseren unerschütterlichen Glauben in Gott haben, aber die Rettung kommt von Gott. Die Rettung kommt nicht aus unserer eigenen Kraft, sondern durch die Gnade Gottes. Und was macht der Herr nun? In Vers 3, so lass uns nun vor den Ohren des Volkes ausrufen, wer furchtsam und verzagt ist, der kehre um und verlasse das Gebirge Gilead. Da kehrten vom Volk 22.000 um, sodass nur 10.000 übrig blieben. Also insgesamt waren sie 32.000. 22.000 hatten Angst und gingen zurück. Und der Herr sagte zu Gideon, das Volk ist noch zu zahlreich. Führe sie ins Wasser hinab, dort will ich sie dir prüfen. Und von wem ich dir sagen werde, dass er mit dir ziehen soll, der soll mit dir ziehen. Von wem ich aber sagen werde, dass er nicht mit dir ziehen soll, der soll nicht mitziehen. Und er führte das Volk ans Wasser hinab. Und der Herr sagte zu Gideon, wer mit seiner Zunge Wasser leckt, wie ein Hund leckt, den stelle gesondert auf.
ebenso wer auf seine Knie fällt, um zu trinken. Das Interessante ist, wer sind die Richter? Wer ist ein Richter? Wir lesen es, wir machen einen ganz kurzen Sprung. Sie fragen sich sicher, warum spricht der Herr direkt zu Gideon? Wie geht das? Und im Richter 1, Einen Moment bitte. In Kapitel 2, Vers 18. Wenn aber der Herr ihnen Richter erweckte, so war der Herr mit dem Richter und half ihnen aus der Hand ihrer Feinde, solange der Richter lebte. Denn ihr Wehklang über die, die sie zwangen und drängten, jammerte den Herrn. Nein, das ist was anderes. Und zwar... Habt ein bisschen Gnade mit mir heute. Im Richter 3, Vers 10. Und der Geist des Herrn kam auf ihn und er wurde Richter in Israel und zog aus zum Kampf. Also Gottes Geist, der Richter ist nicht nur einer, der jetzt da irgendwo auf dem Sessel sitzt und nach den Geboten richtet, sondern Gottes Geist war auf ihm. Und er wurde als Befreier, als Erretter berufen. Also die Richter, die ersten Richter war Otniel, Ehud, Shamgar. Und danach, das Interessante war, dass Deborah auch zu den Richtern, eine Frau ist unter den Richtern. Und das Besondere an diesen Richtern ist, dass sie zu Gott eine Verbindung hatten. Der Geist Gottes war auf ihnen. Amen. Das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte. Der Geist Gottes war mit ihnen. Amen. Also nun sind wir mit den 300, die das Wasser wie Hunde tranken, mit Gideon, und die anderen, die hinknieten. Vers 6, da war die Zahl derer, die aus der Hand zum Mund geleckt hatten, 300 Mann. Alles übrige Volk hatte kniend Wasser getrunken. Und der Herr sagte zu Gideon, durch die 300 Mann, die geleckt haben, will ich euch erretten und die Midianiter in deine Hände geben. Alles übrige Volk, lass an seinen Ort zurückgehen. So, jetzt ist der Gideon, der vielleicht voller Mutes mit 32.000 Mann ausgezogen ist.
mit 300 Mann übrig geblieben. Und ihr seht, es gibt gewisse Parallelen zu dem Film Die 300. Und wir schauen jetzt da an, wie es weitergeht. Und sie nahmen Wegzehrung für das Volk und ihre Posaunen mit sich, aber die übrigen Israeliten ließ er alle gehen, jeden in sein Zelt. Die 300 Mann aber behielt er bei sich. Und das Heer der Midianiter lag unten vor ihm in der Ebene. Sie waren ja im Gebirge und die Midianiter waren in dem Tal. Und da steht es da auch drinnen, wie viel. Und der Herr sagte in derselben Nacht zu ihm, steh auf und geh hinab zum Lager, denn ich habe es in deine Hände gegeben. Gideon zweifelte ja am Anfang durch diese drei Zeichen. Er sagte zum Engel, ja, wenn du das bist, dann gib mir ein Zeichen durch das Opfer. Er hat ihm dann ein Opfer gegeben und es ging in Rauch und Feuer auf zum Himmel und er wusste, es war der Herr. Und dann legte er die Wolle aufs Dach her. Wenn morgen Tau auf der Wolle ist und nicht auf dem Dach rundherum, ja, dann will ich es tun. Und das war so. Er ging hinaus, griff die Wolle an, die Wolle war nass und das restliche Dach war trocken. Und dann sagte er nur einmal noch das dritte Zeichen, das er forderte. Diesmal soll die Wolle trocken sein und das Dach voller Tau. Und auch das machte Gott. Und das Interessante, was Gott nun tut für den Gideon, den tapferen Held, bevor er ein Zeichen fordern konnte, sagt er, du geh hinunter, weil ich will dir was zeigen. In Vers 10, wir erinnern uns an Moses und Aaron. Fürchtest du dich aber hinabzugehen, so lass deinen Diener Bura mit dir zum Lager hinabgehen. Und bevor er mit einer Diskussion mit Gott war und sagt, na, allein geh, traue ich mich nicht, hat er gesagt, nimm dein Bura mit. Es ist viel Weisheit in unserem Herrn. Amen. Warum soll er hinuntergehen? Damit du hörst, damit du hörst, was sie reden. Danach werden deine Hände stark sein und du wirst zum Lager hinabziehen. Gott schickte den Gideon hinunter, um zu hören, was die Soldaten dort in dem Lager reden. Was ist die News? Was geht gerade ab dort? Was ist der Tweet im Lager oder das YouTube-Video von den Midianitern? Was schreiben sie in ihren sozialen Medien? Sie sprachen miteinander. Da ging Gideon mit seinem Diener Bura hinab bis an den Ort der Schildwache, die am Rand des Lagers war. Und die Midianiter und Amalekiter und alle aus dem Osten hatten sich in der Ebene niedergelassen, wie eine Menge Heuschrecken. Und ihre Kamele waren nicht zu zählen, wegen der Menge wie der Sand am Ufer des Meeres. Also um sich das vorzustellen, die Menge, so wie in dem Film 300, die 300 und eine alles voll wie im Sand des Meeres. Es war unzählbar. Die Menge der Amalekiter, die Menge der Midianiter, die Araber waren das. Und das Interessante ist jetzt nun, als der Gideon dort angekommen ist, da erzählte einer dem anderen einen Traum und sagt, sieh, ich habe geträumt und sieh, ein Laib Gerstenbrot rollte zum Lager der Midianiter. Und als er an ein Zelt kam, traf er es und warf es nieder und kehrte es um.
das Oberste zu unterst, sodass das Zelt einfiel. Wir erinnern uns, was war die Begegnung? Was war die Begegnung, als Gideon den Engel traf? Gideon war im Weinkelter, dort, wo man den Wein lagert, Wein bereitet, und hat die Gerste dort gemahlen. Okay? Und das war, weil die Midianiter kamen ins Land und haben alles geraubt. Sie haben die Tiere, die Lebensmittel, das Essen. Zu dieser Zeit, wo Gideon jetzt da als Held berufen wird, als Befreier, war Israel sehr, sehr arm. Sie konnten gerade so überleben mit dem Essen, weil diese Midianiter immer wieder einfielen ins Land und es ausraubten. Okay? Und das Interessante ist, dass da ein Laib Gerstenbrot hineinrollt. Der Gideon hat das Korn bereitet und wir sind dieses Korn in der Hand Gottes und er macht daraus einen Laib. Und deswegen in dem Traum rollt ein Laib Brot hinein. Der Gideon war bereitet in der Hand Gottes. Er war fertig, er war bereit, die Heldentat zu tun, die Gott ihm berufen hat. Der vom Charakter her kurz davor, vor dieser Mission, noch zweifelte und Zeichen brauchte von Gott und dies und das, um es auszuführen, ging zack, zack, zack. Er tat nun alles, was Gott ihm tun wollte, ohne Zeichen zu fordern. Er ging, es war kein Aber, es war keine Diskussion, so wie Moses diskutiert, aber dies, ich kann nicht drehen und das. Nein, er ging. Er wurde schnell bereitet. Und vielleicht, er war kein Held. Er war kein Held. Es gibt super tolle Predigen über das vorige Kapitel. Als Gott ihn rief, war er noch kein Held. Er hat versteckt die Gerste bereitet. Das rollte ein Gerstenbrot ins Lager der Midianiter und warf das Zelt hinüber. Und der andere, der diesen Traum hörte, sagt zu dem, der diesen Traum gerade weitergegeben hat, das ist nichts anderes als das Schwert Gideons, des Sohnes des Joasch, des Israeliten. Gott hat die Midianiter mit dem ganzen Heerlager in seine Hände gegeben. Und das sagen die Wachen, die Torwachen, die das Lager bewachen, haben erstens den Traum von Gott bekommen, dass es vorbei ist, und die Offenbarung, wer kommt und was geschieht. Und was passiert nun mit Gideon und den Pura, die dies hören? Als Gideon diesen Traum erzählen hörte und seine Auslegung, das Interessante ist, ein Traum, eine Auslegung. Das ist auch interessant. Denn wir bekommen auch Träume von dem Herrn und hin und wieder wissen wir nicht, was geschieht oder was der Traum bedeutet. Und wir sollten darum beten, um die Auslegung des Traumes oder zu den Ältesten in der Gemeinde gehen und dort den Traum auszulegen. Amen. Nicht vor der Gemeinde. Es kann ja ein persönlicher Traum sein. Wenn es ein Traum für die Gemeinde ist, dann prüft es der Pastor. Und wenn es
für die Gemeinde zu deuten ist, dann wird es natürlich auch in der Gemeinde gedeutet. Amen. Und als Gideon diesen Traum erzählt hörte und die Auslegung, betete er an. Halleluja. Als nun unser Held von 32.000 auf 300 Mann reduziert diesen Traum hörte, betete er an. Und das ist ein Held. Ein Held in den Augen Gottes ist nicht, was kann ich tun, was kann ich vollbringen, sondern gehe ich in dem richtigen Moment und bete Gott an. Wir wissen es von David. Es gibt viele Männer Gottes, die in den schweren Situationen, wenn Krieg heraufkam, wenn eine wichtige Entscheidung zu treffen ist, Gott anzubeten. Sie gehen in die Knie und beten Gott an. Und das ist unser Heldenstärke, unser Heldencharakter in Gott. Amen. Er kehrte zurück ins Lager Israel und sagte, macht euch auf, denn der Herr hat das Heerlager der Midianiter in eure Hände gegeben. Und er teilte die 300 Männer in drei Heerhaufen, gab jedem eine Posaune in die Hand und leere Krüge und Fackeln darin und sagte zu ihnen, seht auf mich und macht es so genauso. Und seht, wenn ich an den Rand des Lagers komme, macht es so, wie ich es mache. Wenn ich die Posaune blase und alle, die mit mir sind, so sollt auch ihr die Posaunen blasen rings um das Heerlager und rufen für den Herrn und Gideon. So, wir müssen uns das jetzt da vorstellen. Tausende, aber tausende Heerlager der Amalekiter und Midianiter, die so zahlreich geworden sind. Und dann sind hier 100 am Berg, hier 100 am Berg und hier 100 am Berg und blasen nun in die Posaune und schreien, für den Herrn, für Gideon. Im Film war es, wie war es, für Sparta. Für den Herrn schrien sie und sie bliesen in die Posaune. Und was geschieht mit dem Heerlager? Was geschieht mit den Tausenden? Da bliesen alle 300 Heerhaufen die Posaunen und zerbrachen die Krüge. Sie hielten die Fackeln in ihrer linken Hand und die Posaune in der rechten Hand, um zu blasen und riefen, Schwert für den Herrn und Gideon. Und jeder blieb an seiner Stelle, rings um das Heerlager stehen. Und da fing das ganze Herr an zu laufen und sie schrien und flohen. Und während die 300 Mann die Posaunen bliesen, richtete der Herr im ganzen Heerlager das Schwert eines jeden gegen den anderen. Und das Heer floh bis Bet-Shitta nach Zerera hin, bis an die Grenze von Abel-Mehor bei Tawat. Steht da im 1. Samuel 14, 20. Wir hören auch da auf jetzt in dem Text. Und was nehmen wir mit aus dieser Geschichte? Was nehmen wir mit als Christen für unser Leben, für unseren Charakter? Erstens, Gott beruft, Gott bereitet und Gott möchte auch dafür die Ehre haben. Er hätte können die 32.000 Mann dort auch hinschicken, aber Gott ließ es nicht zu, damit Israel sich nicht von sich selbst rühmen kann, sondern die Ehre Gott gibt. Gott blind vertrauen, ihn nicht zur Rede stellen, keine Zeichen fordern. Wenn wir wissen, es ist von Gott, geh. Zweifel nicht. Diskutiere nicht.
Denn Gott ist mit dir und er wird dir den Sieg geben. Ja, Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Danke, dass du ein Gott bist, der Helden beruft, Helden bereitet. Herr, hilf uns, dass wir in allen wichtigen Situationen uns niederknien und dich anbeten, dich um Rat fragen. Denn du bist der, der führt. Du bist der, der die Weisheit hat. Du bist der, der das Gelingen gibt in Jesu Namen. Wir bitten dich darum, dass du uns führst, dass du jeden Einzelnen führst. Dass du ihnen das zeigst, den Weg, die Vision. Herr, ich danke dir, dass du Helden bereitest, dass du Menschen bereitest für dein Reich, um dein Wort weiterzugeben, um Menschen zu retten in Jesu Namen. Herr, ich danke dir, dass du uns zeigst, dass wir dir die Ehre geben müssen. Du bist der, der die Schlacht kämpft. Du bist der, der uns den Sieg gibt. Und dir allein gebührt die Ehre in Jesu Namen. Wir geben dir die Ehre. Ich segne jeden Einzelnen mit diesem Wort. Jeder, der vielleicht in seinem Leben niedergeschlagen ist, deprimiert ist. Gott liebt dich. Gott ruft dich. Er möchte mit dir gemeinsam Gemeinschaft haben, Gemeinsamkeit. Geh hin zu ihm. Er wartet auf dich. Er wartet auf dich in deinem Kämmerlein. Herr, dank dafür deinen Heiligen Geist, für dein Wort, für Jesus, der für uns gestorben ist, der uns Leben gibt. Wir müssen nur an ihn glauben. Ich danke dir, Vater. Halleluja. Seid gesegnet mit dem Wort. In Jesu Namen, habt eine gesegnete Woche. Amen.